ich sag mal, der Name von dem Künstler ist Florian Lechner und er kommt von der Glaskunst her. Und das sieht man natürlich auch hier in dem Kunstwerk. Es ist aus Glas und Stahl gefertigt und das heißt Sonnenscheibe, weil es sich einerseits natürlich mit dem Sonnenlicht spiegelt und spielt und weil es eine millionenfache Vergrößerung durch eines Schnittes durch ein sogenanntes Sonnentierchen darstellt. Sonnentierchen sind einzellige Lebewesen, die im Wasser leben. Und dieses einzellige Lebewesen hat also diese schneckenartige Struktur, wenn man einen entsprechenden Schnitt macht dadurch. Und das hat der Florian Lechner getan und hat das dann entsprechend vergrößert und auf diese Scheibe projiziert, die vielen einzelnen Löcher, diese Schneckenstruktur ergeben, symbolisieren sozusagen dieses Sonnentierchen. In der Mitte der Scheibe soll den Lichtstrahl der Sonne durchlassen und dann entsprechend sich auf der Schleife, die unten auf dem Betonsockel zu sehen ist, widerspiegeln. Und das soll sozusagen dann eine, je nach Sonnenstand und Jahreszeit, wie eine Sonnenuhr wirken, die den Lauf der Sonne auf diesem Sockel dann nachzeichnet. Thank you.